Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt's wieder eine Kakerlaken-Party. Das heißt, heute ist Hörspielzeit. Ihr hört nichts Neues, sondern die vergangenen Videos aus der letzten Woche, nur ohne meine Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Hörspiel. Und deswegen guten Tag, sprich mit Herr Lothar Steiner. Ich rufe an wegen Ihrer Handelsaccount. Toll. Haben Sie jetzt Zeit? Herr Steiner, wollen Sie jetzt nicht sprechen? Na doch, wieso? Was denn? Okay, können Sie mich bitte auf normalen Stecker stellen, weil ich höre mich. Was für ein Ding? Können Sie bitte mich von Lauton ausschalten? Nö. Nee, okay, gut. Sagen Sie mir bitte, Sie wollen benutzen dieses Handelskonto. Wofür haben Sie sich registriert? Ja, mal gucken. Was wollen Sie gucken? Ja, wie so ist die Seite. Okay. Haben Sie selber Erfahrung? Nee, okay. Wie jung sind Sie? Was geht denn Sie das an? Sie ruft eine fremde Frau an und fragt mich persönliche Sachen. Was soll denn das? Ja, klar, weil Sie haben Ihre Daten selber gelassen bei uns. Aha. Können Sie das beweisen? Herr Steiner, sagen Sie mir bitte, wie jung sind Sie? Nein. Okay, ich weiß nicht, ob Sie sind 18 Jahre, ob Sie dürfen mit uns überhaupt arbeiten, ja, oder nicht? Ja, bin ich. Okay, gut. Wenn Sie wollen nicht mit mir sprechen, würde ich Sie verleiten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Ja, wünsche ich dir nicht, du Kakerlake. Ah? Hallo, schönen guten Tag. Spreche ich mit Herrn Bastian? Ja, und spreche ich mit der gehirnlosen Kakerlake? Kakerlake sind Sie selbst. Warum beschimpfen Sie denn? Ja, weil ihr eine gehirnlose Kakerlake seid, die nichts drauf haben und die Leute bescheißen. Gehirnlos sind Sie selbst, Herr Bastian. Ich beschimpfe Sie nicht. Ja, aber ich beschimpfe dich. Außerdem sind Sie ganz dumm. Ja, ach, du beschimpfst mich nicht. Dann beschimpfst du mich doch. Mensch, Kakerlake hat's bewiesen, dass sie eine Kakerlake ist. Gleich eingangs des Gesprächs. Sie sind selbst eine Kakerlake. Ja. Das ist auch korrekt, bitte. Mhm. Saufen Sie morgens zum Frühstück Insektenspray? Nein. Nein? Mit dummen Menschen mache ich keinen Treff. Ja, Mensch. Ich mit dummen Menschen. Oh, dumme Menschen lassen sich von dir nicht abzocken, ne? Oh. Abzocken? Ja. Warum sprechen Sie denn da so romantisch? Ja, weil Sie eine Kakerlake also sind. Haben Sie in Ihrem Leben Frau? Nee. Oder reicht Sie einfach Frau nicht? Genau deswegen sprechen Sie so. Nee, ich mag keine Frauen. Also nicht so in meinem Umfeld. Sie mögen keine Frauen? Nee. Sie mögen Männer? Ja. Ja? Ja. Ach so, ich habe solche, genau deswegen also, lieben Sie meine Stimme nicht. Ja, also, genau. Also wenn ich jetzt Telefon an einen Mann gebe, dann werden Sie lieber sprechen? Ja, ist ja trotzdem Kakerlake. Wer ist Kakerlake? Na, ihr das da alle in dem Raum. Das ihr seid ja, was, das ist ja voll mit Ungeziefer da bei euch. Einfach, ich finde, ihr müsstet da mal einen Kammerjäger kommen lassen, weil das ist ja schon quasi toxisch, was da bei euch ist. Nicht, dass sich da irgendwie Bakterien und sowas ausbreiten bei den ganzen Kakerlaken. Genau deswegen sprechen wir mit Ihnen so, wie mit einem Idiot sprechen. Ja, Mensch. Sie sind ein Dummkopf. Ja. Verstehen Sie? Dummkopf. No, aber immerhin kein Betrüger, ne? Kopf ist leer. Und kein Abzocker. Kein und ich bin auch kein bandenmäßiger Betrüger. Abzocker machen Sie selbst und Betrüger sind Sie selbst. Ja. Sie brauchen mich nicht zu beschimpfen, sondern wer sich gegen Sie Anzeige macht. Oh. Verstehen Sie mich? Ja, da bitte ich drum. Mach das mal, kleine Pippi. Kakerlake. Abzocker, Betrüger. Los, Betrüger, zeig mich an. Geht zum Teufel. Betrüger, zeig mich an. Abzocker, Kakerlake. Hallo? Ja, hallo. Guten Tag, mein Name ist Eduard. Ich habe bei Ihnen angerufen, weil Sie bei uns ein Handelskonto registriert haben. Habe ich das, ja? Bitcoins Gold. Aha. Sehr interessant. Spreche ich mit Klaus Ablassend? Ja. Dann wissen Sie, über was sprechen wir. Weiß ich das? Nö, eigentlich nicht. Wie bitte? Ja, weiß ich nicht. Was wollen Sie denn? Sie haben bei uns ein Handelskonto registriert. Ja? Sie haben das gemacht. Wann denn? Und ich bin hier... warten Sie kurz. Sie haben das
vorgestern gemacht. Aha, an welchem Datum denn? Ist das eine Witz? Ich habe Ihnen gesagt, vorgestern. Aber heute ist 20. Zwei Tage vor. Aha, und um wie viel Uhr? Hört ablassen. Können Sie die Frage nicht beantworten, oder was? Ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag weiter. Wenn Sie wie eine Kinder... Wenn man mal was nachfragt, da können die Kriminellen nicht antworten, oder was? Nein, ich habe Ihnen gesagt, was ich da gemacht habe. Würden Sie auch die Uhr, würden Sie sagen, wie viele Sekunden war, oder was? Wissen Sie, über was sprechen wir trotzdem? Nö. Und dann, was möchten Sie wissen? Einfach. Ja. Welche Uhrzeit und welches Datum das angeblich ich zustande gekommen gesagt, ist. Zwei Tage. Falls Sie aber bei uns ein Handelskonto registriert. Bitcoin Code. Ja, und um wie viel Uhr? Okay, schönen Tag weiter. Betrüger, Abzocker, Sie sind ein Krimineller, mehr sind Sie nicht. Ja. Sie sind ein Kind und Sie wissen nicht, was Sie sprechen und so weiter. Genau, sowas sagen die Kriminellen, genau. Ja, ganz genau. Wie Sie möchten. Tschüss, schönen Tag weiter. Tschüss, du Betrüger. Tschüss. Ja, Betrüger. Will ich mit Herrn Schmiemeldöner verbunden? Herr Schimmeldöner, ja. Schönen guten Tag. Jonas Rosenberg ist am Apparat. Und ich melde mich bezüglich Ihres Handelskontos, was Sie auf den Finanztag aktiviert haben. Haben Sie vielleicht Zeit? Was ist denn da los? Bitte? Ja, was ist denn da los? Nochmal bitte. Was ist denn los? Was ist der Grund? Ja. Na, was denn nun? This is Alice, how are you, sir? Hello? Ja, correct. Do you speak English, sir? Nee. Okay. Hallo, guten Tag, bin ich mit Herrn Hausmeister? Ja. Ja, hallo, ich grüße Sie, guten Tag. Ja. Darf ich mit Herrn Scher? Ja. Hier ist der Henkel von der Online-Handelsplattform. Okay. Fixrates.com. Es geht mit dem Handel mit Bitcoin, mit Aktien, wissen Sie das bestimmt, ja? Weiß ich nicht, ne? Woher denn? Sie können bitte bei uns mit verschiedenen Kryptowährungen handeln, mit Aktien handeln und damit können Sie potenziell Geld verdienen, ja? Ach so. Haben Sie schon mal Erfahrung damit? Nö. Okay. Eine Sekunde bitte, ich werde unsere Plattform zeigen und alles erklären, ja? Aha. Okay, womit können Sie jetzt einloggen? Mit Handy oder mit Computer? Wie meinen Sie das? Also, Sie haben Computer dabei jetzt momentan? Einen Computer kann man nicht dabei haben. Das Gerät ist dafür viel zu schwer. Okay. Also, können Sie jetzt mit Computer einloggen oder mit Handy, bitte? Mit Computer? Also, einen Computer habe ich, aber warum soll ich mich da einloggen? Was habe ich davon? Ich verstehe jetzt den Grund des Anrufs ganz nicht. Ganz schlecht, bitte. Ich werde jetzt auflegen und nochmals anrufen, ja? Nee, dann gehe ich nicht mehr ran. Okay, aber Sie sind bei uns als Kunde registriert. Warum haben Sie bei uns Anmeldung gemacht? Was war Ihre Vorstellung eigentlich? Weiß ich nicht. Mir sagt ja nicht mal der Name was. Eine Sekunde, bitte. Hallo, ich grüße Sie. Guten Tag. Ja. Ich bin Henkel, bitte, von der Online-Handelsplattform Sextrade. Es geht Handel mit Bitcoin, mit Aktien, wissen Sie das bestimmt, ja? Wen wollen Sie sprechen? Ich möchte mit Gustav Rentorte sprechen, bitte. Und hier ist Emma Henkel von der Online-Handelsplattform Sextraders. Also Sie sind Frau Henkel. Genau, von der Online-Handelsplattform. Und Sie rufen von Sextrade an, also von irgendeiner Sexplattform. CX Traders. Das ist Online-Handelsplattform. Sie können bei uns mit Bitcoin handeln, mit
Kryptowährungen und damit können Sie potenziell Geld verdienen. Das klingt Haben aber illegal. Haben Sie schon mal damit Erfahrung? Nee, ich mache keine kriminellen Sachen. Was ist kriminelle Sache, bitte? Das klingt illegal. Was ist illegal, bitte? Das ist internationale Unternehmer und jeder handelt mit Bitcoin oder mit Aktien, ja? Aha. Heute ist ein 22. Jahrhundert. Und 22. Jahrhundert haben wir jetzt schon. Okay. Dann leben wir wohl in einer ganz anderen Zeitwelle. Also, Herr, Sie sind Gustav Rentorte, bitte? Ja. Okay. Aber das müssen Sie besser betonen. Das heißt Rentorte. Okay. Womit konnten Sie bitte jetzt einloggen? Ich werde unsere Plattform zeigen. Wo soll ich denn mich einloggen? Was ist denn damit gemeint? Haben Sie bitte dran Interesse, mit Bitcoin zu handeln oder mit Aktien? Na, hatten wir die Frage nicht bereits schon erledigt? Herr Gustav. Nee, Rentorte. Nicht Herr Gustav. Okay. Aber Sie sind Herr Gustav, richtig? Nein, Herr Rentorte. Okay. Machen Sie Spaß, oder? Nee, aber Sie scheinen ja ein bisschen behindert zu sein. Ich mache bitte einfach meinen Job und nee. Sie sind bei uns als Kunde registriert. Nochmal, nee. Und besitzen Sie ein Handelskonto auf unserer Plattform. Aha. Ist ja zutiefst erschütternd, was Sie da von sich geben. Okay. Ja. Ich möchte bitte Ihr Handelskonto zeigen auf unserer Plattform. Ja, wozu? Was habe ich dann davon? Okay, und womit konnten Sie jetzt einloggen? Mit Handy oder mit Computer? Aha, also Fragen werden nicht beantwortet. Also da setzt dann wohl die Intelligenz gleich zu Beginn aus. Aha, und Sie wollen eine Tradingbank sein? Ist ja peinlich. Okay, auf Wiederhören, ciao. Ja, Wiedersehen, Ihr Betrüger. Rüber? Ja? Entschuldigen Sie, spreche ich wieder rüber. Ja, Thomas Kuhnke ist mein Name, bitte. Ich melde mich für den Online-Trading-Plattform, Online-Handels-Plattform ist das. Bestimmt kennen Sie schon das, oder? Ich glaube, wissen Sie, worüber es geht. Entzückend. Bitte? Entzückend. Ich habe nicht verstanden. Also können Sie mich deutlich sprechen? Deutlich sprechen? Ich habe nicht verstanden, bitte. Sprechen Sie auf Deutsch? Ja, und du? Kakerlake, Betrüger, Abzocker? Also, sind Sie Herr Kakerlake, oder? Herr Rübe. Also, spreche ich mit Herr Kakerlake? Dein Gesicht stinkt. Stimmt, ja, sind Sie Herr Kakerlake. Gut, dann Herr Kakerlake, Sie haben sich registriert bei uns, ja? Nun, Sie haben ein Konto bei uns. Nein, Sie haben bei uns ein Konto. Haben Sie Ihre Mitgliedschaft nicht gekündigt? Ich bekomme noch 99,99 von Ihnen. Also, genau, deswegen melde ich mich jetzt, Herr Kakerlake. Ja, ich bin jetzt zuständig, dass Sie es bekommen von uns. Deswegen, ja? Toll! Wow! Super! Also, wissen Sie, worüber es geht, ja? Mann, Wahnsinn! Super Angebot! Ja! Das wollen wir alle haben! Also, Herr Kakerlake. Sind Sie draußen schon oder sind Sie zu Hause? Hören Sie mich bitte? Ja, ich kann dich hören, Klaus Kasper, du. Okay. Okay. Herr Kakerlake, dann, wie können Sie investieren? Na, mit dem Finger auf der Tastatur! Mit welcher Möglichkeit haben Sie bitte? Mit meinem Zauberstab. Wo sind Sie jetzt? Jetzt bin ich im Schlafzimmer und jetzt bin ich im Flur. Aha. Sind Sie zu Hause? Hier ist das Kakerlakentelefon. Also, sind Sie alleine oder jemand ist dazu? Sie haben ein wunderbares Angebot. Ich habe kein Angebot für Sie. Sind Sie alleine, oder? Wie bitte? Sind Sie alleine?
Was wollen Sie? Also ich habe gefragt, ob Sie alleine sind. Und warum haben Sie das gefragt? Also das ist meine Sache, ich muss es wissen. Sind Sie alleine oder ist jemand dabei? Ja, ich habe ganz viele Freunde. Also, alleine sind Sie, ja? Guten Tag. Sie sind viele Kakerlaken jetzt. Zusammen sind Sie viele Kakerlaken, ja? Ja. Okay. Dann, ich will jetzt mit der zweiten Kakerlake sprechen. Ja. Mit Sie habe ich keinen jetzt, also darf ich mit jemand anderen Kakerlake sprechen? Warum? Also ich muss ihm was erklären, ja? Aha. Können Sie das Anruf weiterleiten? Nee. Warum denn? Kaputt! Da ist der Stecker abgebrochen. Handelsplattform. Können Sie sagen Handelsplattform? Handelsplattform. Wissen Sie, was das Handelsplattform ist, ja? Ja, ein illegaler Ort im Internet. Aha. Wie viel haben Sie verloren, Herr Kakerlake? Nix. Und du? Hallo und schönen guten Tag, sprich mit Herrn Lothar Steiner. Mhm. Ich rufe an wegen Ihrer Handelsaccount. Haben Sie jetzt Zeit? Ja, warum ist es bei Ihnen so laut? Ja, weil viele Menschen in der Office. Ja, aber mit Musik? Ja, klar. Sonst werden Sie andere Sprachen hören. Ja, ist ja egal. Dann habe ich lieber andere Sprachen am Telefon als so ein Krach da im Hintergrund. Entschuldigung, ich kann das nicht ändern. Ja, dann kann ich es auch nicht ändern. Dann ist Ihre Firma unseriös. Warum haben Sie sich registriert bei uns? Ja, weil ich dachte, ich lande bei einer seriösen Firma, aber bei Ihnen läuft ja Musik im Hintergrund, das ist nicht seriös. Ja, und ich bin auf Lautsprecher und? Ja. Aber gut, Sie wollen jetzt nicht unterhalten? Soll ich morgen anrufen? Nee, gar nicht mehr, weil ich finde, dass ihr einfach nur ein unseriöser Laden seid. Aber wofür lassen Sie denn Ihre Daten bei uns? Ja, habe ich doch gerade erklärt. Sag mal, sind Sie blöd oder was? Ich habe Ihnen erzählt, ich wollte bei einer Jetzt halt doch mal deinen Rand. Ich habe gesagt, ich will bei einer seriösen... Ich habe gesagt, ich will bei einer seriösen Firma... Naja, wenn du meine Begründung nicht hören willst, dann hast du... Ja, bist du bescheuert? Bist du bescheuert? Du hast mir eine Frage gestellt. Hast du irgendwie einen Lattenschuss? Klemmt da irgendwas in deiner Birne? Sagen Sie mir bitte, haben Sie in der Schule gelernt? Ja, mehr als du scheinbar. Viel mehr als du scheinbar. Entschuldigung, Herr Steiner, ich kann Sie nicht hören, weil Sie scheinen so laut und sprechen so undeutlich, ich kann kein Wort verstehen. Ja, da habe ich kein Problem mit. Anständig Deutsch. Genau, sagte die Kakerlake. Oh, Herr Steiner, ich denke, dass Sie müssen erstmal anständig mit Menschen lernen reden und dann wir können mit ihnen unterhalten. Weißt du, was ich denke? Du hörst dich bald selbst auf YouTube. Du hörst dich bald auf YouTube. Oh, vielen Dank. Ich kenne solche Menschen wie Sie. Ja. Genug gibt es solche. Ja, ich weiß. Wünsche ich dir einen schönen Tag. Wünsche ich dir nicht, Kakerlake. Bitte Deutsch und sprechen Sie anständig mit Menschen. Das wäre schön, wenn du das auch mal schaffst, du Kakerlake. Ich wünsche Sie einen schönen Tag noch. Bleiben Sie gesund. Wünsche ich dir nicht, du Kakerlake. YouTube. Jo. Wünsche ich dir nicht. Ich hoffe, du wirst krank. Guten Tag, Herr Rentorter. Hören Sie mich? Ja. Herr Rentorter, mit Ihnen spricht Manuel aus der Handelsplattform. Toll. Also, Sie haben sich registriert für Handel vor einigen Tagen. Deshalb rufe ich an. Vor einigen Tagen? Ja. Aber ich habe mich doch jetzt erst interessiert, nicht wahr? Also Sie haben eine Werbung gesehen über Handeln und haben ja. Sie sich dafür angemeldet? Gerade eben, ja. Also ich bin Ihr Kundenberater aus Handelsplattform. Ach so. Aus welcher denn? Wie bitte? Aus welcher denn? Investcore, Herr Rentauter. Ach so. Also bin ich Ihnen weiterhelfen, Ihr Handelskonto aktivieren, ja? Was für großes Echo bei Ihnen? Weiß ich doch nicht. Wie bitte? Weiß ich doch nicht. Vielleicht nehmen Sie das Gespräch auf. Nee, wie soll denn das gehen? Weiß ich nicht. Es ist ein großes Echo. Ich höre meine Stimme jetzt. Ja, dafür kann ich doch nichts. Wenn Ihre Anlage da kaputt ist.
Also haben Sie überhaupt Erfahrung in diesem Bereich? Nee. Oder noch nicht? Nee? Sehen Sie, Herren dort, also wir haben zwei verschiedene Plattformen. Eine ist für Anfänger geeignet, eine für professionellen Traders, ja? Hören Sie mich? Ja. Also ich sage, Sie können mit Anfängerplattform arbeiten. Das ist eine leichte Version, damit Sie schnell verstehen können, wie das funktioniert, ja? Ja. Und, Herr Rentorte, Ihnen wird ein Experte helfen. Also der wird Ihnen Informationen geben, wie die Plattform funktioniert. Beim ganzen Prozess also da sein und also unser Unternehmen analysiert immer den Finanzmarkt und wenn es gute Veränderungen wird, wird der Experte Ihnen Bescheid geben, ja, damit Sie in günstiger Zeit investieren können. Also sehen Sie, Herr Rentorte, wir haben verschiedene Systeme. Hören Sie mich? Ja. Sie können also den Handel selbst machen, gemischt oder mit einem automatischen System, ja? Welche ist besser für Sie? Ja. Was ja? Das, was Sie sagen. Ich sage, wir haben verschiedene Systeme, automatisch, Selbsthandel. Welche ist besser für Sie? Weiß ich nicht, was ist denn da besser? Also für Anfang können Sie mit einem automatischen System arbeiten, aber auf jeden Fall wird ein Experte Ihnen helfen, ja? Ja. Und wir haben drei Beträge für Anfang, Herr Rentorte. Also für die Aktivierung brauchen Sie eine einmalige Einzahlung machen, damit Sie Starterkapital für Handel haben, ja? Was muss ich denn da bezahlen? Wie bitte? Was muss ich denn da bezahlen? Also Sie bezahlen nicht, Herr Rentorte. Sie zahlen nee? Auf Ihr Handelskonto ein. Na, das ist doch bezahlen. Nee. Doch. Also dieses Geld sowieso gehört Ihnen, ja? Ja, aber es ist ja trotzdem bezahlen. Nee, Herr Rentorte, das bedeutet nicht bezahlen. Na klar. Also wir haben drei Beträge für Anfang. 250, 500 oder 1000 Euro, ja? Ja. Mit diesem Geld werden Sie handeln. Also dieses Geld gehört Ihnen. Sie bezahlen es nicht uns. Es wird auf Ihrem Handelskonto stehen. Damit werden Sie investieren. Aha. Es gibt auch Bonusgeld bei uns. Ja. Also bei 500 und 1000 Euro bekommen Sie auch ein Bonusgeld von unserer Seite. Wie viel? Bei 500 Euro, Herr Rentorte, bekommen Sie 150 Euro Bonusgeld und bei 1000 Euro bekommen Sie 300 Euro Bonusgeld. Also insgesamt werden Sie 650 oder 1300 Euro Bonusgeld haben, Starterkapital haben, ja? Ja. Welcher Betrag ist besser für Sie? Ich nehme den besten. Sie bitte? Ich nehme den besten. Was meinen Sie denn besten? Ja, der am gutesten ist. Also welchen finden Sie es? Ja, besten? Den, was Sie sagen. Wir haben drei Beträge, 250, 500 oder 1000. Welcher ist besser für Sie? Ja, dann nehme ich den besten Betrag, den Sie meinen. Ich kenne mich ja da noch nicht so aus. Was meinen Sie besten? Ja. 500. Na, so wie Sie sagen. Ich frage Herr Rentorte, ich sage nicht welchen. Aber ich kenne mich doch damit gar nicht aus. Also meine Beratung mit 500 oder mit 1000 anfangen, damit Sie auch Starterkapital Bonusgeld haben, ja? Ja, dann machen wir das so. Okay, 500 oder 1000. Das, was Sie besser denken. Also, so, was da am besten ist. Also kein Unterschied für Sie, 500 oder 1000? Nee. Okay, welche Karte benutzen Sie? Eine aus Plastik. Ja, natürlich, es ist von Plastik. Ja. Ich meine, welche Zahlungsmethode? Ist eine Kreditkarte oder Girokonto? Was ist denn da besser? Welche haben Sie?
Alles da. Mastercard. Hallo? Ja, ich höre Sie. Ja? Ich frage, welche Karte benutzen Sie? Visa, Master, Maestro, PayPal? PayPal ist keine Karte. Welche Zahlungsmethode benutzen Sie? Alle, die Sie aufgezählt haben. Haben Sie Mastercard? Ja. Und Online-Banking haben Sie auch? Ja. Also haben Sie Visa-Karte, Master, Girokonto und PayPal? Ja. Hallo? Sind Sie noch da? Hallo, ich bin da. Natürlich. Und was wollen Sie mit Ihren Gewinnen machen, Herr Rentorter, wenn Sie es Gewinne haben? Verschleudern. Verschleudern? Ja. Okay. Sind Sie ein YouTuber? Nein, was ist das? YouTuber. Wissen Sie YouTube nicht? Ach, das mit den Videos. Genau. Was ist damit? Wenn man Videos aufnimmt, ja? Und ja. Auf YouTube schickt. Was ist damit? Damit andere Leute sehen. Soll ich da gucken jetzt auf YouTube? Nee. Nee? Was ist denn damit? Woher kommen Sie, Herr Rentorter? Ja, soll ich jetzt auf YouTube gehen, oder wie? Nee, natürlich. Ja, aber Sie haben doch gesagt hier mit YouTube. Ich meine, sind Sie ein YouTuber, oder nicht? Nee. Nee? Nee. Okay, wer sind Sie vom Beruf? Was ich vom Beruf mache? Ja. Da bin ich Frostschutzwasserverkoster. Also, muss das so kosten, ob das gut ist. Haben Sie WhatsApp unter dieser Nummer? Was? WhatsApp haben Sie unter dieser Nummer? Nee, das ist Festnetz. Und wie kann ich Ihnen die Zahlungsmethode schicken? Na, mache ich das nicht bei Ihnen auf der Webseite? Ja, natürlich. Ja. Einfach gibt es viele Zahlungsmethoden, deshalb meine ich, ja? Ich kann Ihnen die einfachste schicken. Ja. Okay, haben Sie eine WhatsApp-Nummer, Handynummer? Eine Handynummer habe ich. Und mit dieser Nummer haben Sie WhatsApp? Ja. Okay. Moment. Ja. Sagen Sie mir bitte Ihre WhatsApp-Nummer. Nee. Was ne? Ist privat. Also Sie wollen bei uns eine Einzahlung machen, nicht? Haben Sie schon Ihre andere Nummer und E-Mail-Adresse eingegeben? Ist Ihre Nummer privat? Ja, Festnetz nicht. Was nicht? Das ist auch eine Nummer, ja? Ja. Und kann ich Ihnen die Seite per E-Mail schicken? Ja. Und wo haben Sie diese E-Mail? Wie meinen Sie das? In Outlook? Wo haben Sie es geöffnet? Am Laptop? Nee, in Outlook. Outlook? Ja. Aber Sie haben eine Gmail eingegeben. Ja, aber ich rufe die mit Outlook ab. Also Outlook haben Sie wo? Ihrem Computer oder am Handy? Na, Computer. Okay. Können Sie Ihre E-Mail-Adresse sagen? Na, haben Sie die da nicht? Haben Sie es falsch eingegeben. Was bedeutet Google Mail? Na, Google Mail ist die E-Mail-Adresse. Google Mail existiert überhaupt nicht. Wie kann solche E-Mail eingehen? Ja, weil ich die hab. Natürlich existiert Google Mail. Es gibt Gmail zum Beispiel. Ja, das gibt es auch. Und es gibt auch Google Mail. Das sind die alten, wenn man schon früher den Account hatte und der ein bisschen älter ist. Hallo? Warum schreien Sie auf mich? Na, Sie haben doch gesagt, ich soll lauter reden. Nee, ich hab nichts gesagt. Doch, am Anfang, dass Sie mich nicht so gut hören. Okay,
Ich schicke Ihnen mit dieser E-Mail jetzt den Link. Ja, und dann? Und dann sage ich, wie Sie mit Ihrer Masterkarte die Einzahlung machen können. Ja, ist sie am besten? Was? Master? Ja. Okay. Woher kommen Sie, Herr Reinzauter? Von draußen. Von draußen? Ja. Ich meine, in welcher Stadt wohnen Sie? In Berlin. In Berlin? Ja. Und warum sind Sie so unseriös? Sind Sie unseriös? Oder wie? Ich meine, warum verschwinden Sie meine Zeit? Na, Sie rufen doch bei mir an. Aber ich sehe jetzt, dass Sie wollen es überhaupt nicht machen. Einfach verschwenden Sie meine Zeit. Nee. Nee? Sie haben doch bei mir angerufen. Ja, ich weiß das. Und jetzt? Wo ist die E-Mail? Die ist noch nicht da. Ja, weil ich habe es nicht geschickt. Warum? Weil ich sehe, dass Sie es nicht machen werden. Ja, aber ich muss doch einzahlen. Okay. Ja. Mit Google Mail, die existiert überhaupt nicht. Doch, dann google das mal, die gibt's. Okay. Hallo? Moment, ich schicke jetzt. Ja. Das ist immer so leise bei Ihnen. Hallo? Hallo? Hallo, ich höre Sie. Moment, warten Sie, ich schicke gleich. Ja. Jetzt ist wieder stumm. Ich höre Sie nicht. Hallo? Ich weiß das. Ja, aber warum machen Sie immer aus? Hallo? Hallo? Ich habe geschickt. Ja, ja. Habe ich jetzt geschickt. Ich gucke. Ist noch nicht da. Haben Sie wirklich geschickt? Ja. Ist noch nicht da. Weil solche E-Mail existiert überhaupt nicht. Doch, Google doch. Guck doch bei Google. Sehen Sie. Wenn Sie es überhaupt machen möchten, machen wir so. Ja. Sie können Ihre WhatsApp-Nummer mir sagen? Nee. Dass ich Ihnen per WhatsApp schicken kann? Oder installieren Sie ein Programm, damit ich Ihnen helfen kann? Ja. Okay, sind Sie jetzt am Computer, richtig? Ja. Schreiben Sie am Suchen im Internet, im Google. Ja. AnyDesk. 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 Was heißt das? Das ist ein Programm, damit ich Ihren Bildschirm sehen und Ihnen helfen kann. Ja. Okay. Und jetzt? Haben Sie AnyDesk? Habe ich in Google. Aha, im Google suchen Sie es danach? Habe ich. Und öffnen Sie die Seite anydesk.com. Ja. Jetzt sehen Sie herunterladen, installieren. Nee. Was sehen Sie jetzt? Aprikofarbene Seite. Wie bitte? Eine aprikofarbene Seite. Also suchen Sie nach AnyDesk, ja? Ja. Werden Sie es sehen, die Seite. Und jetzt? Einfach brauchen Sie diese Seite öffnen, anydesk.com. Ja. Haben Sie die Seite? Ja. Okay, sehen Sie jetzt herunterladen. Nee. Was sehen Sie jetzt? Download. Download, okay. Ja. Sie auf Download. Hallo? Hallo? Ja, ich höre Sie. Ja. Und jetzt? Haben Sie installiert? Nee, Download. Ja, Download, das ist das Gleiche. Dann habe ich Download. Okay, jetzt werden Sie auf Ihrem Computer AnyDesk haben. Ja. Sie AnyDesk. Wo finde ich das? In Ihrem gesamten Programm. Wo finde ich das? Ist es heruntergeladen? Ja. Dann, wo Sie Ihre Programme sehen, zum Beispiel Google,
Finden Sie dort... Google ist doch kein Programm, Google ist eine Webseite. Nee, das ist ein Programm. Nee. Also Start, wissen Sie, Start. Startknöpfe. Wo? Welcher Computer benutzen Sie? Windows. Ja. Also Windows hat ganz unten links eine Knöpfe. Start heißt es. Nee. Ganz unten links, was sehen Sie? Vier Vierecke. Das ist der Start. Ach so. Und nu? Und dort finden Sie Programm Anydesk. Nee. Was denn? Na nix Anydesk. Ist da nicht. Was sehen Sie dort? Wo? In Start. Outlook. Nee, Sie doch. Haben auf Start gedrückt. Ja. Was sehen Sie jetzt? Outlook. Nur Outlook. Nee, Firefox. Das meine ich. Brauchen Sie dort Anydesk finden? Im Firefox? Nee. Nee? In Start. Nee, ist kein Anydesk. Auf ganzem Bildschirm, was sehen Sie jetzt? Na, ein Desktop-Hintergrund. Aha, auf Ihrem Desktop sehen Sie nicht Anydesk. Nee. Dann installieren Sie es nochmal. Wieso nochmal? Ich hab's doch erst runtergeladen. Dann finden Sie es, was kann ich sagen? Wo? Soll ich hier wieder in Internet gehen? Ja, öffnen Sie nochmal Internet. Ja. Und nu? Und finden Sie nochmal anydesk.com die Seite. Ja. Und installieren Sie es. Steht da nicht. Da steht Download. Ja, drücken Sie auf Download. Ja. Ist schon da das Programm. Da sagt da überschreiben. Nochmal. Aha. Ist es geöffnet bei Ihnen? Nee. Dann was sehen Sie schon schreiben? Na, überschreiben. Schon da. Dann öffnen Sie es. Na, ich muss doch erstmal speichern. Dann speichern Sie es. Ja. Und wo ist das jetzt? Hallo? Ja, ich höre Sie. Wo ist es? Was? Na, Ihr Ding. Hallo? Haben Sie es installiert? Was? Anydesk, was? Ja, wie mache ich? Hallo? Ja, ich höre. Ja, wo muss ich das machen? Sind Sie dumm? Sind Sie dumm? Nee, natürlich. Warum beleidigen Sie die Leute? Lieber Herr, ich weiß nicht, weil wir sprechen schon 20 Minuten. Nein, 25 Minuten. Genau, 25 Minuten. Ja. Also wenn Sie so... Was denn? Vorsichtig sind, warum können Sie einfach mit Computer nicht umgehen? Was denn? Sie brauchen einfach diese Anydesk installieren. Ja, aber wo ist das jetzt? Wie haben Sie Firefox installiert? Gar nicht, das war meine Frau! Okay, bitte rufen Sie Ihre Frau, damit ich Ihnen helfen kann. Nee! Die ist tot! Ist tot? Abgekratzt! Hat einen Löffel abgegeben! Wie bitte? Die guckt sich die Radieschen von unten an! Oh. Das ist nicht meine Schrottkiste hier! Das hat geerbt! Wissen Sie was? Was denn? Sie sind dumm! Ja, und Sie sind ein Betrüger! Ich hab einfach mit Ihnen meine Zeit... verschwunden. Ja.
Scheiße, was? Was ja? Scheiße Ihnen, was ja? Ja, ich hab deine Zeit verplempert. Fick dich. Ja, ich hab deine Zeit verplempert. Wer ist denn jetzt hier doof? Fucking Robin Hood bist du, weißt du? Ja. Was ja? Scheiße. Ja. Bist du ein YouTuber oder nein? Vielleicht, aber das verrate ich dir nicht. Warum? Ja, weil du eine Dumm. Du bist eine Dumm. Ich werde diese Video finden. Ja. Und YouTube eine Meldung bitten. Ja. Zu blockieren. Ja. Was ja, Scheiße. Warum hast du deine Klappe geöffnet? Weil ich der Weihnachtsmann bin. Ich hatte gerade Stuhlgang. Hallo? Was? Ist da noch einer? Ja, einer, der dir ficken wird. Ja? Was? Ja, Scheiße. Das ist aber nett. Bist du ein Gay? Ja. Ja? Und du? Nee, natürlich. Doch, ich glaub schon. Wenn du glaubst, ich sage, fick deine Mutter, was sagst du denn jetzt? Ja, da krieg ich Haare an den Zähne, das ist ja eklig. Ist sie tot schon? Nee, aber schrumpelig. Das hängt alles schon, das ist faltig. Hallo, Mäuschen. Scheiße dir. Ja? Scheiße! Oh! Okay, dann haben wir gut gesprochen. Ja! Sag ich, fick dir überhaupt, Scheiße! Dankeschön. Du wirst jeden Moment. Dankeschön? Ja. Kein Bitteschön. Mhm. Ich versuche dir möglichst viel anrufen, damit dir keine Ruhe findest. Ja, perfekt. Danke. Perfekt, kein Problem, bitteschön. Ja. Okay. Schönen Tag noch. Alle schlechte Wörter zu dir. Ja, danke. Ja. Schönen guten Tag, spreche ich mit Herrn Voldemort, bitte. Ja. Wunderbar. Herr Voldemort, ich heiße Lisa Schatzki, bin Kontomanagerin und Vertreter Liquid Pro. Schauen Sie denn, dass Sie sich gestern bei uns angemeldet haben. Am Online-Handel, stimmt? Herr Voldemort. Ja, das ist möglich. Wunderbar. Herr Voldemort, ich bin zuständig für die Bearbeitung des Kontos, dabei technisch zu helfen und darüber informieren, das schon erfolgreich zu erstellen. Die Adresse von Voldemort App. Gmail.com. Ist das die richtige Verwendung? Genutzt von Ihnen, bitte. Was? lutz.feldemort@gmail.com. Ach so, Sie meinen die E-Mail-Adresse. Ob es stimmt, richtig. Ob die richtige Verbindung haben wir. Ja, ich denke schon. Wunderbar. Weil wir nach der Aktivierung direkt vom Kunden ins schriftliche Bestätigung mit einem Link und Zugangsdaten unter der E-Mail-Adresse schicken, Herr Voldemort. Okay? Aha. Mittlerweile, was übrig geblieben im Profil schon, werde ich von hier aus einfügen. Daher frage Sie Ihr Geburtsdatum, Herr Voldemort, womit wir Ihr Alter bestätigen und brauchen wir noch Postleitzahl der Stadt oder Bundesland, wo Sie sind. Den Experten nicht zu erhalten, ja, von der Abteilung. Könnten Sie bitte diktieren, die beiden, das Profil zu vervollständigen? Also Sie brauchen das Geburtsdatum. Bitte? Geburtsdatum. Ja. Ihr Geburtsdatum, bitte. Also soll ich Ihnen jetzt geben, ja? Und ich gebe das Ihnen im Profil ein, ja, in Ihrem Profil. Und wenn Sie sich einloggen, das könnten Sie selbst überprüfen, Herr Voldemort, ja? Ja, also. Ob alles richtig steht. Also soll ich Ihnen das jetzt sagen, das Geburtsdatum? Bitte? Also soll ich Ihnen jetzt sagen, das Geburtsdatum? Sie sagen das, ja? Ja, okay. Ist am 17.07.1992.
einen Moment. 7.17., ja? 1900 und was kommt danach? 92. Herr Waldemund, ich mache Folgendes, ja? Ja. Bestimmt nutzen Sie WhatsApp, ja? Ich verbinde Sie über WhatsApp. Nee, ich habe ja... Ich habe kein WhatsApp, ich hab Telegram hier. Das war die Schwurbler alle benutzen. Nein, leider benutze ich für Geschäft Telegram nicht. Herr Waldemund, noch einmal, bitte. Ich höre Sie durch Aufmerksamkeit, ja? Ja. Letzte zwei Zahlen verstehe ich nicht. Welche Zahl brauchen Sie denn? Also 7.17.1900 und was kommt danach? Einzeln buchstabieren Sie bitte, sagen Sie. Wie jetzt? Soll ich die Zahlen buchstabieren? Zahlen sagen einfach. Letzte zwei Zahlen, was ich nicht verstehe. Ach so, die letzten beiden Zahlen sind 92. 92. Ja. Wunderbar. Okay. So, Sie sind volljährig, passt schon. Haben Sie früher gehandelt? Kennen Sie das Thema schon, oder? Was habe ich gemacht? Haben Sie gehandelt online oder machen Sie das ganze Thema zum ersten Mal? Nö, online habe ich schon oft gehandelt, hier auf eBay und so. Aha. Verstehe. Aber direkt mit Vermögenswerten wie Kryptowährungen, Bitcoin, Ripple, Aktien aus Amazon, Tesla, Apple, sagen, mit verschiedenen Finanzprodukten haben Sie nicht gehandelt, ja? Nee, mit sowas nicht, das ist mir zu teuer gewesen. Mhm. Okay, Postleitzahl diktieren Sie bitte auch. Also, warum ich wohne die Postleitzahl oder Ihre? Nein, Ihre, also die Stadt besitzt doch Postleitzahl, ja, wo Sie sind. Diktieren Sie bitte das. Ach so, das meinen Sie. Ja, das ist denn die 12.055. 59, Amanda. Nee, 55. 55, zweimal die 5. Ja. Einen Moment, ich bin dabei. Hm. Was ist Ihre Motivation bei uns zu handeln, bitte? Mal Kohle machen. Geld zu verdienen. Reicht das erstmal. Bestimmt ist von Neugierde ist auch dabei, ja? Bitte. Nö, ich will die Kohle machen. Aha, okay. Verständlich. Also die Postleitzahl ist auch falsch. 12. Letzte zwei Zahlen, sagen Sie bitte. Noch 12.055. 0. Noch 12.055. Also einzeln sagen Sie das bitte auch, okay? Wie einzeln? Ein Zahl, eine Zahl sagen Sie bitte, ja? Na, dann die 1. Die 1, die 2, ja. Weiter? Sind die 0. 0, okay. Und gehen die 5 hin. Wie bitte? 5 hin. 5, 5 am Ende. So. Okay, einen Moment. Richtig? Berlin, okay. Okay, das kommt aus Neukölln, Berlin, ja? Ja. Wunderbar. Okay. Also, fast fertig bin ich mit einem Schritt. Warum höre ich meine Stimme? Hör, Herr Waldemund, haben Sie Lautsprecher gestellt? Ja, natürlich habe ich Lautsprecher. Warum? Nur weil ich sie sonst nicht richtig höre. Ich habe das immer auf Lautsprecher, weil ich sie sonst nicht richtig höre. Ach so, verstehe. Sind Sie 30 Jahre alt, Herr Waldemort? Bitte. Ja. Wunderbar. Sind Sie verheiratet, Familienstand? Also, wie sieht es aus? Was für ein Ding? Ihren Familienstand. Ach so, da heißt Rosi. Wie bitte? Da habst du Rosi. Das kenne ich nicht, das Wort, leider. So, ist nicht mein Problem. Kann ich nicht für. Sind Sie geschieden oder verheiratet? Nö. Mit der Rosi lüftet ganz gut. Sie sprechen etwa anders, Herr Waldemort. Wie meinen Sie denn das jetzt schon wieder? Mit einem außergewöhnlichen Akzent. Ja, aber kann ich doch nicht dafür. Ich bin aus Sachsen. Da spricht man nicht mehr so. Es ist echt schön und außergewöhnlich für mich, Herr Waldemort. Ja. Mhm.
Gut. Voldemort, jetzt habe ich das Profil schon aktualisiert. Wir können weitergehen. Bitte notieren Sie den Sicherheitscode, womit Sie persönlichen Finanzberater kennen. Wer bei Ihnen innerhalb 24 Stunden meldet, nach Deaktivierung, okay? Kannst du jemanden mal für gut nehmen? Kann ich mit Ihnen ausdenken? Ausdenken. Ja, soll ich mir Ihnen ausdenken oder wie machen wir das? Nein, nein, ich diktiere das selbst. 1121 lautet dein Code. Ach so, das kann ich mir doch ja auch nicht merken. 1121. Richtig. Können Sie mich das nachher nochmal fragen, ob ich mir das gemerkt habe? Richtig. Bitte lesen Sie es vor, was Sie eingegeben haben. Man hat es ja nicht aufgeschrieben, man schreibt auch keine Passwörter auf. Nein, Passwort ist nicht das. Also das ist ein Sicherheitscode. Jo. Wenn Ihr Handelsberater bei Ihnen meldet, womit Sie danach sich in Verbindung setzen, telefonisch über die E-Mail, wenn oder falls Sie was brauchen, Sie verlangen einfach Ihren Sicherheitscode. Und wenn Sie dann hören, Sie werden weiterarbeiten. Wenn also, Sie das nicht hören, Sie werden auflegen. Der Sichercode war 34589, ne? 1121 ist es, ja. Ach so, 11281. Nein, 1121. Also 1, 2 mal die 1. 11:21. Ach, 11:21. So kann ich mir das merken. Weil da war ein schöner Tag. Herr Voldemort. Ja. Das Einstiegskapital, ja, womit Sie Handel anfangen und worauf Sie Geld verdienen. Einkommen, ja, als Netto. Beträgt einige Einzahlung, 250 Euro. Das kennen Sie, ja? Ist das gratis oder muss ich das bezahlen? Auf einmal das Geld werden Sie einzahlen auf Ihr Handelskonto. Ach so, also, dann muss ich auch doch was bezahlen. Nein, also das einmalige Einzahlung, künftig, Sie werden selbst entscheiden, wie viel Sie da dabei einzahlen oder die übrige der Gewinne reinvestieren lassen, selbst der Voldemort. Ach so, funktioniert das. Das hat mich schon immer gewundert, wie das geht. Das hat, also, wissen Sie, die Rosi, die hat ja früher auch mal sowas gemacht. Aber die Rosi hat mir ja nie erzählt, wie das geht. Ich habe mich immer gewundert, warum die Rosi auf einmal so viel Sester hat und sich hier 1000 paar neue Schuhe kaufen kann. Und da habe ich mich immer gewundert und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache da auch mal so einen Kunden. Wissen Sie, die Rosi, die gibt nicht gerne was ab. Die Rosi, die kauft sich immer davon Schuhe und Taschen und neue Kleidung. Und wenn ich mal was haben will hier für mein Spielzeug hier mit der Modelleisenbahn, dann darf ich mir immer ja nicht kaufen. Dann muss ich immer fragen, ob ich von der Rosi mal ein bisschen was abkriege. Wissen Sie? Mhm. Und nun kann ich das ja alleine machen. Herr Voldemort, die Sache ist ja, das Geld nach wie vor doch Ihnen gehört. Ins Minus, damit werden Sie nicht gehen. Aber vorher hat ja mir das Geld nicht gehört. Vorher hat mich ja der Rosi immer durchgebracht hier. Die hat mich ja mitfinanziert. Das ist nur hier mal so hart viel, da kriegt man ja nicht so viel. Aber ich kann ja mal der Rosi fragen, ob sie mal hier der 250 Glocken mal frei macht. Also Millionär wird man nicht hier mit diesem Einsatz, aber stabil werden Sie Finanzlager sichern. Ja, ich mag stabile Finanzlagen, weil dann kann ich mal selber mal ein bisschen was kaufen hier für die Modelleisenbahn. Sie arbeiten bei Deutsche Bahn, oder? Nö. Unten im Keller mit der Modelleisenbahn, da setze ich mir die Kappe auf und dann habe ich hier so ein Mikrofon und dann sage ich immer, eine Runde geht noch, bitte einsteigen. Herr Voldemort, wie machen Sie jetzt weiter? Ja, das wollten Sie mir doch sagen. Ja, na klar. Auf Wiederhören, Herr Voldemort. Wieso denn das jetzt? Ich dachte, ich soll da was inteilen. Auf Wiederhören. Warum denn? Ja, Karl? Das ist mein Vorname. Ja, Kakifein. Ja, das ist mein Nachname. Herr Kakifein, ich bin Ihre Kontoberaterin, sehr sicher vom globalen Finanzmarkt. Ja. Ich sehe, dass Sie wollen Ihre Handelsbeginn an unserer Plattform, richtig? Ja, da habe ich Interesse dran. Aha, sehr gut.
Jetzt, ich rufe Sie an, um Ihnen zu helfen, Ihre Konto zusammen aktivieren. Ja. Können Sie mir sagen, wie viel Sie wollen beginnen, Ihre Handel? Wie viel muss man denn? Was? Wie viel muss man denn? Sie können beginnen mit 240 Euro mindestens. Oh ja, okay, das ist ja ein Schnäppchen. Was? Ich sage, das ist okay, das ist ja ein Schnäppchen. Oder Sie können beginnen mit 500 und meistens ist 1000. Nee, das ist ein bisschen teuer, das ist kein Schnäppchen mehr. Okay, Sie wollen mit 250 beginnen, ja? Mhm. Alles klar, welche Methode Sie wollen das machen? Haben Sie Kreditkarte? Wie meinen Sie mit Methode? Was ist Methode? Was heißt das Wort? Kreditkarte, Visa, Master haben Sie? Achso, das Wort Methode heißt Kredit oder Masterkarte. Oder wie meinen Sie das jetzt? Ja. Ja. Master oder Visa. Welche Sie benutzen? Hab ich beide. Oder PayPal. PayPal? PayPal, haben Sie PayPal? Was ist das? Sie wissen nicht, was ist PayPal? Nö, braucht man das? Okay. Kenn ich mich nicht mit aus. Schauen Sie jetzt, ich kann schicken Ihnen einen Link, Sie können das von Ihrer Seite aktivieren, Herr Karl. Also dieses PayPal oder was meinen Sie? Nee, Ihre Kreditkarte, Sie können aktivieren mit 250 Euro und Sie können beginnen Ihre Handel für die Bitcoin. Ach so, ich bekomme von Ihnen eine neue Kreditkarte, jetzt habe ich verstanden. Nein, Herr Karl, Sie können Ihre Handel beginnen mit Ihrer Kreditkarte, zum Beispiel, Sie können aktivieren mit Visa oder Master, Sie brauchen bezahlen, ja, mit welcher Methode Sie wollen das bezahlen? Ja, aber würden Sie mich denn auch bitte mal richtig ansprechen, nicht immer mit dem Vornamen, weil das macht man doch nicht. Was? Ja, mit dem Vornamen spricht man doch die Leute nicht an. Ich hätte schon gern, dass Sie mich beim Nachnamen nennen. Ich? Okay, ja, aber das ist mir so wichtig, Herr Katzenbein. Ja, mir ist das auch wichtig. Okay. So, wie muss ich das jetzt da machen bei Ihnen? Sie wollten ja helfen, dann machen Sie mal. Ja. Ich schicke Ihnen einen Link jetzt. Hallo? Sie sind jetzt irgendwie weg. Ja, jetzt sind Sie wieder da. Okay, jetzt öffnen Ihre E-Mail. Ich habe geschickt Ihnen einen Link. An welches Postfach denn? Weil ich habe ja so viele. karl.takifein@gmail.com. Ah ja, okay, gut, dann melde ich mich da an. Okay, jetzt öffnen Ihre E-Mail. Wie alt sind Sie, Herr Takifein? 29. 29, ja. Ja. Und das ist Ihr nicht das erste Mal, oder? Was? Das ist nicht das erste Mal? Wie meinen Sie das? Dass Sie investieren. Ach so. Na, ich habe woanders schon mal was investiert. Da ist aber nichts draus geworden. Aha. Alles klar. Haben Sie das bekommen? Was denn? Diesen Link. Ach so, Sie hatten ja was per E-Mail geschickt, ja? Dann gehe ich da mal. Dann gehe ich da mal gucken, Moment. Haben Sie sollen sehr Fischer von. Sie können das kopieren und das machen Google Chrome, dann öffnen diesen Link, Herr Karl. Ja, ich gucke da gerade. Nee, ist noch nicht da. Haben Sie nicht bekommen? Nee. Ah, weil Ihre E-Mail-Adresse nicht richtig. Wie, haben Sie die falsch abgeschrieben? Okay, haben Sie WhatsApp? Wie? Haben Sie WhatsApp? Nee, Telegram kann ich anbieten. Sie benutzen keine WhatsApp-Application? Nee, ich nutze Telegram. Moment, okay. Wollen Sie bei Telegram? Telegram? Nein, ich habe keine, aber ich habe WhatsApp. Ich kann Ihnen via WhatsApp finden. Nee, habe ich nicht. Sie haben keine? Nee. Okay, was Sie wollen, ich kann das von meiner Seite versuchen oder ich schicke Website-Link oder Sie können mit die Website machen. Aber Sie haben, also, kein normales Mail. Wie meinen Sie das? Habe ich nicht. Okay. Dann was, ich kann Ihnen zu helfen, aber Sie haben kein WhatsApp, keine richtige Mail.
und Sie wollen Ihren Handel beginnen. Wie, ich habe keine richtige Mail. Natürlich habe ich eine richtige Mail. Sagen mir Ihre richtige Mail. Na, haben Sie da... Na, haben Sie die da nicht? Was? Haben Sie die da nicht? Wie gesagt, diese E-Mail ist richtig, aber das ist nicht richtig. Doch. Diesem karl.katyfein@gmail.com. Das ist nicht richtig. Warum ist die nicht richtig? Aber die geht doch. Da steht, dass die Links noch nicht, können nicht da kommen, weil ihre E-Mail-Adresse nicht richtig. Nee. Dann, ich kann nicht Ihnen zu helfen, Herr Karl. Aber warum nicht? Ich dachte, Sie sind doch da, um mir zu helfen. Und jetzt... warten Sie kurz. Doch nicht. Herr Karl? Nee, Herr Kackifein. Sie sind seriöses Person, Herr Karl. Wieso stellen Sie so eine komische Frage? Also, Sie wollen richtig Geld investieren. Naja, ich dachte, deswegen rufen Sie doch jetzt an. Na, aber Sie ja, machen ja nichts. Natürlich, aber Sie benutzen kein normale WhatsApp, Sie benutzen keine normale E-Mail. Na, ich habe Telegram und eine normale WhatsApp, das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Nicht WhatsApp, hier E-Mail. Haben Sie doch schon geschrieben, aber wenn da nichts kommt, da kann ich doch nichts dafür, wenn Sie das falsch schreiben. Haben Sie andere E-Mail? Nee, nur die, die Sie da jetzt hier vorgelesen haben. Dann ich kann buchstabieren, Sie können unsere Website finden und jetzt, also, machen das von Ihrer Seite. Ja. Öffnen Ihre Google, ich buchstabiere. Moment. Die Google, Sie meinen jetzt die Webseite Google öffnen? Ja, ja. Ja, dann gehe ich mal auf die Seite, Moment. Dann Sie können suchen, inertiafinance.co. Ja, nicht so schnell. Ich muss doch erstmal gucken. Jetzt, ich buchstabiere. Also. Moment. Zum 513. Mal. Moment. Das okay. Ist ja alles nicht so schnell. Kein Problem. Ich warte. Keine Sorgen, bitte. Ja, aber Sie drängeln ja so. Warum sind Sie so aggressiv, Carson? Nee. Sie sind ja aggressiv. Sie drängeln doch die ganze Zeit. Nein, ich sage gar nichts. Ich versuche Ihnen zu helfen. Nicht schubsen, ich habe Joghurt im Rucksack. So, jetzt habe ich hier das Internet auf. Hier die Google-Seite mache ich jetzt. Moment. Mhm. So, jetzt bin ich hier auf Google. Jetzt schreiben Sie, ich buchstabe jetzt. I als Italy. Also. N als Niederland. Ja. E als England. Ja. R als Richard? Ja. T als Theodor? Ja. I als Italy? A als Amerika? Jetzt bin ich durcheinander gekommen. Wie heißt die Seite? Inertia Finance. Ich habe buchstabiert schon diesen Inertia. Ja, ich war aber durcheinander. Mhm. Müssen wir nochmal machen. I und ein N habe ich. Ja, dann E. Ein E. Dann R. Ein R. Dann T. Ein T. Ja, T, Theodor. Mhm. Dann I, als Italy. Ja. Dann A, als Amerika. Ja. Inertia. Ja, und denn? Dann F als Vater. Ja, habe ich ein V, ja. I als Italy. Ja, habe ich. N als Niederland? Ja. A als Amerika? Ja. N als Niederland? Ja. C als Client auf Englisch. C. C. What? C, C. Ja. Und E als England? Ja. Dann Punkt. Ja. Nochmal C. O. Co. Ohne M. Haben Sie? Ja, jetzt habe ich die Google-Suchergebnisse. Habe ich jetzt auf. Was soll ich da jetzt anklicken von der Werbung? Aha. Hier ist jetzt was ein... sehen Sie in dieser Website? Hier steht... ein Ergebnis gefunden.
Das hat 0,30 Sekunden gedauert. Und dann steht da drüber https://webtrade.org. Nee, da so steht in RTF 1, da steht, da so steht seine, sein, aber auf Englisch. Naja, hier ist jetzt nur ein Google-Suchergebnis. Aha. Soll ich da draufklicken? Ja. Hab ich gemacht. Nur habe ich so eine weiße Seite. Was sehen Sie die Website, wann Sie öffnen? Hier ist irgendwas mit... Weiß ich nicht, das kann ich nicht lesen, die ist nicht Deutsch. Ja, das ist Englisch, Sie können Deutsch machen, Sprache. Wo denn? Da, ganz oben, da steht auf Englisch sein ab, sehen Sie die Krone? Nee. Ich bin, jetzt auf die Seite draufgekommen, webtrade.org. Nein, da steht irgendwas auf Englisch über die Webseite, ja. Wie heißt die Webseite? Na, hier die interiafinanze.com. Da ist jetzt... Interiafinanze. Da ist, das ist auf der Webseite webrate.org. Also nein, das ist nicht richtig. Dann haben Sie irgendwas falsch gemacht. Ja, Sie haben das falsch gemacht. Nee, Sie haben okay, das doch falsch gemacht. Nein, ich hab doch, Sie haben das diskutieren Sie doch nicht mit mir, alte Frau. Sie sind ja unverschämt. Seien Sie nicht so unverschämt und labern Sie mir nicht immer ins Wort. Das ist unverschämt, so wie Sie sich benehmen. Sie sind einfach nur ekelhaft. Guten Tag. Ja. Johann Kapellisch Apparat. Spreche ich mit Herrn Robert Schmidt? Ja. Herr Schmidt, Sie bekommen einen Anruf von Europäischer Finanzbörse. Ich arbeite im Monitoringsagentur. Ja, wie warum? Ich sehe, Sie haben Interesse gezeigt auf unserer Plattform. Richtig? Auf welche Plattform denn? Vom Inertia Finanz, Sie bekommen einen Anruf. Ach so. Sie? Okay. Genau. Ich bin Ihr Privatkontoberater und mein Job ist Ihnen dabei helfen und alle richtigen Informationen zu geben. Womit Sie werden besser informiert auf die Finanzbörse. Okay? Aha, okay. Okay. Herr Schmidt, wie ich sehe, Sie haben Interesse gezeigt auf unsere Anfängersplattform. Stimmt? Weiß ich nicht. Okay, dann sagen Sie bitte mir, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich oder ist das alles neu für Sie? Nee, habe ich keine Ahnung von. Sie haben keine Erfahrung in diesem Bereich? Keine Ahnung, genau. Ja. Keine Ahnung, aber Sie haben Interesse, alles auszuprobieren. Stimmt? Ja. Genau darum. Ich werde Ihnen alles erklären am Anfang, wie es läuft und funktioniert der ganze Handelsprozess bei uns, ja? Aha. Damit Sie werden bis zu Ende informiert. Und danach Sie werden realistisch und so werden Sie realistische Entscheidungen treffen. Okay? Hm. Okay. Hallo? Ja? Ich möchte also wissen, dass Sie haben ein richtiges Interesse in dieser Bereich, dass Sie wollen sich entwickeln. Ich verstehe Sie kaum noch. Was verstehen Sie nicht? Sie. Hallo, Herr Schmidt. Ja? Gehen Sie bitte, haben Sie die Gegenstände oder nicht? Ja, Ihre Leitung ist völlig im Arsch, ich verstehe Sie kaum. Hallo, hören Sie mich? Ja? Nochmal, Herr Schmidt, auf die Finanzbörse haben Sie Interesse Onlinehandel? Was? Sie haben Interesse Onlinehandel mit Bitcoin. Ist das so oder nicht? Ja. Genau darum also. Ich muss wissen am Anfang. Haben Sie Erfahrung oder nicht? Nee. Nee. Aber Sie haben Interesse, alles auszuprobieren. Stimmt? Ja, aber das hatten wir ja schon. Hat das jemand schon gemacht? Nur Sie? Ich werde ganz kurz alles erklären, wie es läuft und funktioniert. Okay. Alles läuft bei uns automatisch und Sie werden mit mathematischer Software handeln. Womit der ganze Handelsprozess automatisiert. Das bedeutet, Sie brauchen nicht stundenlang am Computer zu sitzen. Nein, alles läuft automatisch und Sie müssen nichts machen, ja? Alles läuft selbst. Und unsere Experten haben alles unter Kontrolle. Verstehen Sie? Bis hierhin, ja. Wie geht die Erklärung weiter? Sie brauchen Ihre gewünschte Summe investieren. Mit dieser Summe unsere Experten kaufen für Sie Positionen und wir werden diese Software aktivieren. Wichtige Sache ist, dass Sie müssen das selbst entscheiden, mit welcher Summe wollen Sie einsteigen und mit welcher Kryptowährung oder Aktien handeln, ja?
Okidoki. Okay. Das ist irgendwelche Kryptowährung? Was ist damit? Also, okidoki, das ist irgendwelche Kryptowährung oder was? Nö, das war die Bestätigung auf das, was Sie gesagt haben. Okay. Dann sagen Sie bitte mir, mit welcher Summe wollen Sie handeln? Bestätigen Sie das. Ich nehme ich erstmal 25 Euro. Wie viel? 25. Minimales Eintrittskapital, das ist 250 Euro. Ach so. Ganz schön viel. Ist das viel? Ja. Okay, diese 250 Euro, Sie werden nicht bezahlen, sondern Sie werden investieren. Diese Geld vielleicht bei Ihnen, ja? Wo ist da der Unterschied zwischen bezahlen und investieren? Also zahlen, das ist, wenn Sie diese Geld bezahlen, wo irgendwas, ja? Und Sie bekommen für diese 250 Euro zum Beispiel diesen Platz. Sie bezahlen 250 Euro für diesen Platz zum Beispiel. Das bedeutet, Sie bezahlen. Aber diese Platz, Sie haben ganz kostenlos gekriegt, Sie haben Glück und Sie müssen auf diesen Platz irgendwas investieren. Was Sie investieren mit diesem Geld, Sie werden profitieren, ja? Und dieses Geld bleibt bei Ihnen die ganze Zeit. Das ist der Unterschied. Ach so, aber ich muss ja was einzahlen. Einzahlen, also Sie müssen. Nee? Sie investieren. Ja? Okay. Okay? Gut, gut. Also, Herr Schmidt, sagen Sie mir ganz Bescheid. Wollen Sie mit 250 Euro einsteigen oder nicht? Ja. Wollen Sie das? Mit welcher Zahlungsmethode wollen Sie das machen? Was gibt's denn da alles? Wie bitte? Was gibt's denn da alles? Okay, ich habe eine schlechte Verbindung, ich denke, also ich werde nochmal später versuchen. Nee, da habe ich keine Zeit. Okay, dann, ich wünsche Ihnen schon einen Tag und ich denke, Sie haben nicht die richtige Entscheidung getroffen, also Sie sind nicht sicher, was wollen Sie da? Wieso? Na, ich wollte doch da was bei euch bezahlen. Bezahlen Sie werden nichts, also Sie müssen das nur investieren, ich habe das schon gesagt. Ja, und ich auch. Ja. Und jetzt soll ich doch nicht mehr, oder wie? Wie alt sind Sie? Ja, warum wollen Sie das wissen? Also, ich denke, ich muss das wissen, deswegen unter 18 Jahre alt, Sie dürfen nicht das machen. Nee, bin ich unter 18, da bin ich schon drüber hinweg. Sind Sie erwachsene Mensch? Ja, wenn man über 18 ist, ist das die Definition davon, ja. Okay. Ich werde das überprüfen, sind Sie erwachsen oder nicht. Und danach werden wir weiter sprechen. Ja, und wie wollen Sie das überprüfen? Ganz einfach, von meiner Seite werde ich das machen. Ja, und wie? Warum, ich muss das Ihnen erklären. Ja, ich denke, das ist eine Lüge, was du mir da erzählst. Warum denken Sie es so? Weil du mich loswerden willst. Also, am Anfang, ich sehe keinen Sinn, warum ich muss mit Ihnen weiter spreche oder weiterarbeiten. Naja, aber wenn Sie mein Kundenberater sind, dann dürfen Sie ja gar nicht einfach auflegen, dann entscheide ja warum ich das. Warum denken Sie es so? Wenn ich sehe, dass Sie eine unseriöse Person, ich kann das ganz einfach machen. Nee, gerade haben Sie noch gesagt, Sie sind mein Kundenberater. Dann müssen Sie doch auch dranbleiben, bis alle Fragen beratet sind. Ja, richtig. Ja. Ich bin normale Menschen, ich mache es genau so, aber Sie sind unseriös, Pessoa. Warum bin ich unseriös? Ich denke eher, dass du unseriös bist und die Leute bescheißt und betrügst. Das ist dein Job, mehr nicht. Nein, also doch. Das ist unseriös. Doch, dein Job ist unseriös. Du bist Betrüger und Abzocker. So? Ja, das weiß ich sogar. Das weiß ich sogar. Okay. Das ist ziemlich unseriös. Das haben deine 500 anderen Kollegen auch schon erzählt heute. Von welcher Firma bekommen Sie Anruf? Ja, von allen. Und von euch auch. Von unserer Firma, Sie bekommen echt die Anruf. Nee. Ja. Nee, weil ich trage mich noch tausendmal bei euch ein. Ich hab dich auch schon ein paar Mal dran gehabt und dich verarscht. Guten Tag, spreche ich mit Herr Ricardo, ja? Das ist mein Vorname, ja. Also Sie sprechen mit Kontoberaterin Johanna Hansen. Es geht um Online-Handel, ich sehe, dass Sie haben sich angemeldet, ja? Ja, wen möchten Sie denn sprechen? Ich möchte mit Ricardo Exquisite da sprechen. Ach so, ja, zum Apparat. Okay, Sie haben eine Registrierung gemacht für Online-Handel. Deswegen rufe ich Sie an. Das ist möglich, ja. So, ich will Ihnen zu helfen, Ihre Handelskonto zu aktivieren. Oh, das ist ja entzückend. Bitte? Entzückend. Handel beginnen.
Was? Möchten Sie Ihre Handel beginnen? Was machen wir da? Ihr Konto aktivieren und Ihre Handel beginnen. Ja, ja, ja. Mit welchem Betrag möchten Sie es machen? 25 erstmal. Unser minimaler Betrag ist 250 Euro. So, ist aber teuer. Ich verkaufe gar nichts. Was bedeutet, das ist teuer? Nur 250. Na, ich sagte doch 25 erstmal, oder nicht? Weil Sie haben doch gefragt, wie viel ich möchte, und da habe ich doch gesagt 25. Okay, unsere Minimal ist 250. Möchten Sie das oder nein? Das ist ja ganz schön teuer, ne? Kann man da nicht ein bisschen runterhandeln? Bei uns, Sie können nur Ihre Handel mit 250 beginnen. Es gibt keine andere Betreiber bei uns. So. Und das ist keine Kleidung, ich verkaufe gar nichts, ja? Nee. Aha. Na, aber Sie wollen noch 250 Euro haben, oder nicht? Ich? Ja. Ich brauche das nicht. Nee. Sie haben sich von Ihrer Seite diese Registrierung gemacht. Sie möchten Ihre Handel beginnen, Geld investieren. Ja. Und Profit haben. Ja. Ja, ich mache meine Arbeit, ich gebe Ihnen gute Beratung. Ja. Ich versuche das machen, ja. Nicht anderes. Okay. Machen wir weiter und aktivieren das Konto? Na, und was habe ich dann davon? Bitte? Na, und was habe ich dann davon? Sie werden Ihr Konto aktivieren. Sie werden Ihr Handel, also Ihr Aktivkonto haben. Danach bekommen Sie Ihre Handel, also beginnen Sie Ihre Handel. Einfach. Ja, und was hat man dann davon? Geld. Viel Geld? Ja. Wie viel denn? Hallo? Ich höre Sie. Ja, wie viel denn? Ich weiß das genau nicht. Ach so, aber wenn Sie sagen viel, dann wie viel ist es denn wenigstens? Das kann Ihr Finanzberater Ihnen sagen. Ach so, dann will ich mal mit dem sprechen. Sie brauchen zuerst das Konto aktivieren, danach Ihr Handel mit Ihrem Finanzberater weitermachen. So, also muss ich erst einzahlen, um dann eine vernünftige Beratung zu bekommen, oder wie meinen Sie das? Sie brauchen zuerst Ihr Handel beginnen, also Ihr Konto aktivieren. Ja. Danach Ihre Einzahlung machen. Danach bekommen Sie das Geld auf Ihre Balance. Nachdem Sie alle, Sie werden als Finanzberater weiterarbeiten. Ja? Ja. Ich weiterleite dieses Gespräch an den Finanzberater. Ja. Und Sie werden weitermachen. Sie haben Probezeit 2 Wochen. Nach den 2 Wochen entscheiden Sie sich, ob Sie weitermachen möchten oder nein. Ja. Haben Sie noch irgendwelche Fragen? Ich habe das noch nicht verstanden. Was? Was haben Sie nicht verstanden? Ich wundere, was Sie da gesagt haben. Welche? Ich habe so viele gesagt. Ja, eben. Na, was denn du? Sie sind ganz am Finger, ja? Sie was? Sie haben keine Erfahrung. Nee. Okay. Ich werde Sie das per E-Mail alles schicken. Nee. Ja? Das per E-Mail ist kaputt gegangen gestern. Das ist mir runtergefallen. Ich werde Sie per WhatsApp schreiben. Ich habe Ihre Telefonnummer. Ja, aber da haben Sie kein WhatsApp drauf. Echt? Ja. Warten Sie mal kurz, ich versuche jetzt. Ja, wenn ich das sage, ich halte das Telefon in der Hand. Okay, sind Sie benutzen WhatsApp? Nee. Ja? Sie haben gar kein WhatsApp, ja? Ich habe hier dieses Telegram, da wo die ganzen Schwurbler sind. Ach so. Sie haben gar kein E-Mail-Adresse oder wie? Na wenn doch, ich hab ja eine, aber das ist mir gestern runtergefallen und war es kaputt. Hat gemacht, bis, und war kaputt. Ich habe ja nochmal probiert, das heile zu machen, aber dann hat es bloß gemacht, bis, und dann war wieder kaputt. Ja, wozu brauche ich denn jetzt eigentlich das mit der E-Mail? Bitte? Wozu brauche ich denn das mit dem E-Mail? Also, ich will per E-Mail alle Informationen schicken. Über unsere Plattform. Na,
Aber stehen die nicht da bei Ihnen auf der Seite drauf? Bitte nochmal? Na, steht das nicht bei Ihnen da auf der Seite drauf, oder? Weil, mit E-Mail geht ja nicht. E-Mail ist ja kaputt. Ich habe das verstanden. Ja? Okay, Sie können nicht weitermachen und Ihre Handel beginnen, vielleicht. Ja, ich möchte da anfangen gleich, ja. Gleich? Ja. Wenn Sie möchten, ich kann diese Aktivierung von meiner Seite ausschaffen. Oh, das ist ja entzückend, Lady. Ja, das machen wir. Mache ich das von meiner Seite? Ja. Mit welchem Betrag möchten Sie es beginnen? 25 Euro gegen nicht, ne? Da hatten Sie gesagt, das darf ich nicht. Dann nehmen wir... Was hatten Sie nochmal gesagt? Ich habe die andere Zahl vergessen. 52. Dann nehmen wir das, 500 ja. Und 1000. Nee, das ist mir dann zu viel. Okay. Welche Zahlungsmethode benutzen Sie? Oh, Sie stellen so komplizierte Fragen. Da, kann man da auch falsch antworten? Falsch? Kann man da auch falsch antworten? Versuchen Sie. Warum ich nicht? Ich versuche zu antworten. Denn, Plastik. Ach so. Das ist jetzt also richtige Antwort oder falsch? Wüsste ich nicht. Also ach so. Weil ich habe so Plastikkarte zum Bezahlen. Ha. Sehr schön. Darf ich wissen, also, welchen Beruf haben Sie? Wer sind Sie vom Beruf? Was? Vielleicht sind Sie also Schauspieler? Ach, Sie meinen, was ich von Beruf bin? Ja, ja, ja. Ach, Mensch, fragen Sie das doch gleich. Da bin ich ein Blinkerwassertester. Ach so, ich hab gedacht, Sie sind Schauspieler, wissen nee, Sie? Nee, Blinkerwassertester. Sie machen alles ganz, so super, ganz toll. Und wie war das jetzt mit der Karte? Das brauche ich nicht. Oh, erwarten Sie mich. Ich muss mal kurz aufs Stöpfchen. Ah, ich nehme Sie mit, weil ich habe gerade gemerkt, dass... Würde sonst ein schlechter Pups werden. Sie machen also Spaß, vielleicht etwas so. Oder Sie möchten einfach meine Zeit verschwenden. Aber Sie was rufen doch bei mir an. Warum sollte ich das machen? Sie rufen doch hier an. Ich kenne Sie, ich weiß Sie. Ich weiß, was also Sie machen möchten. Ja, woher denn? Ich dachte, ich muss jetzt noch irgendwas bezahlen. Was soll ich denn da jetzt bezahlen? Bitte? Was muss ich denn da bezahlen? Bei uns gibt es keine Bezahlung, sondern Einzahlung. Sie brauchen jetzt Ihr Geld auf Ihre Balance zu überweisen. Hm? Na, aber wenn Sie sagen, das sind 450 Euro, dann muss ich auch das bezahlen. Das ist Einzahlung. Wissen Sie, was ist der Unterschied zwischen ja. Bezahlung und der Einzahlung? Wo ist denn ja, da, ne? Wo ist denn da der Unterschied? Sie wissen das nicht? Nee, das heißt okay, nicht. Okay, öffnen Sie Google, schreiben Sie bitte und Sie können Ihre Antwort haben. Ja? Ja, dann sag mal. Was soll ich dir innehmen? Okay, ich wünsche noch einen schönen Tag, ja? Sie warum? Werden mit der anderen Finanzberater weiter sprechen, Zeit verschwenden oder etwas so, ja? Ich muss jetzt arbeiten. Also ruft jetzt noch meine Tante an, von die, wo ich die Zeit verschwenden die werden, kann. Sie werden also so viele Anrufen und verschiedene Plattformen ja. aufbekommen. Machen Sie keine Sorgen, oh, ja? Oh, das ist aber schön. So viele, ja. Ja. Da ruft mir jeden mal. Tag mehr als 20 Mal. Ja, meistens habe ich sogar schon fast 100 Anrufe am Tag. Okay, sehr schön. Sie ja. gar kein, so... Arbeit vielleicht. Eine ganze Menge Betrüger am Telefon. Läufer okay. Kriminelle. Ah, sehr schön. Ja. Ich freue mich. Ja, das ist schön. Tag. Ja, tschüss, kriminelle Pippi. Ja, tschüss, kriminelle Pippi. Hallo. Ja. Guten Tag, spreche ich mit Lothar Telleran. Ja. Mein Name ist Martha Frisch und ich kontaktiere Sie bezüglich Ihrer Anmeldung für das Online-Handel. Sie haben sich auf unsere Werbung registriert, deshalb rufe ich Sie an. Achso, bei welcher Werbung denn? Es geht um Onlinehandel mit Kryptowährung, mit Bitcoin. Ja, und wie hieß die Werbung?
Entschuldigen Sie mich. Unsere Website heißt Inertia Finance, ja? Wo haben Sie... Habe ich nicht verstanden, akustisch. Okay. Herr Telerant, Sie haben bei uns ein Konto, ja? Unsere Website, unsere Firma heißt Inertia Finance. Aber Sie haben sich gestern auf internationale Werbung registriert. Dann haben Sie Anfrage gesendet, ja? Und wir haben Ihre Daten bekommen, ja? Mhm. Okay. In unserem System. Herr Telerant, unsere Site heißt Inertia Finance. Wo haben Sie ein Konto? Ich bin Ihre Kontoberaterin, Martha Rich, und meine Aufgabe ist es Ihnen, dass ich helfe, Ihre Handelskonto richtig zu aktivieren, ja? Gut, gut. Ich weiter informiere, wie es läuft und wie es funktioniert. Okay? Ja. Herr Telerant, haben Sie schon irgendwelche Erfahrung in diesem Bereich oder das ist ganz neu für Sie? Nö, das ist ganz neu. Haben Sie mit Krypto und Aktien nicht gehandelt? Herr Telerant, haben Sie mit Krypto und Aktien nicht gehandelt? Ja, beantwortet das dann nicht die Frage oder die Antwort auf die Frage vorher? Okay, Herr Telerant, Sie bekommen von unserer Seite ein automatisches Handelssystem. Gut, gut. System, ja? Mhm. Und das bedeutet, dass Sie bei uns nicht allein handeln werden, ja? Sondern dieses System handelt für Sie, ja? 24 Stunden kauft und verkauft eigenständig. Ja. Und sobald Sie Ihr Konto aktivieren, Sie werden an Ihrem eigenen Finanzberater zuzuweisen, ja? Okay. Herr Telerant, obwohl alles automatisch läuft, am Anfang Expert wird für Sie alles einrichten und mal erklären, ja? Was passiert auf dem Finanzmarkt, wie es läuft, wie es funktioniert, helfen und zeigen Ihnen, ja? Wie Sie Gewinne erzielen können in diesem Bereich. Herr Telerant, wenn Sie in diesem Bereich ohne Erfahrung sind, am Anfang, Sie brauchen Hilfe, ja? Große Unterstützung. Deswegen, Sie bekommen von unserer Seite Ihre eigene persönliche Finanzberater. Okay? Ja, gut, Herr Telerant, gut. Sie haben schon bei uns ein Konto, aber Ihr Konto ist noch nicht aktiv, ja? Sie sollen zuerst Ihr Konto aktivieren, ja? Ja. Wir haben drei verschiedene Kontotypen. Das ist 250 Euro. Dann kommt 500 und dritte ist 1000 Euro, ja? Mhm. Wenn Sie in diesem Bereich ohne Erfahrung sind, ja? Persönlich, ich empfehle Ihnen mit mindestem Startkapital beginnen, ja? Mit kleinster Summe. Mit 250 Euro anfangen, ja? Damit können Sie monatliche Profite bekommen von 10-20%, ja, Telefon. So wenig? Ja, aber mit kleinster Summe, ja, das ist, von 10-20%. Je mehr investieren möchte, ja, desto mehr profitieren, ja? Das ist ganz logisch. Aber am Anfang, ja, Sie brauchen Kenntnisse, ja, in diesem Bereich und Erfahrung sammeln. Wenn Sie zum Beispiel in Zukunft mehr investieren möchten, darüber natürlich können Sie mit Ihrem eigenen Finanzberater sprechen, aber am Anfang, ja, Sie sollen zuerst Ihr Konto mit kleinster Summe mit 250 Euro aktivieren oder mit 500 oder 1000 Euro. Natürlich, das ist Ihre Entscheidung, ja, womit möchten Sie Ihr Konto aktivieren. Ja, na, wenn ich okay. da richtig gut verdienen kann, dann machen wir das da gleich mit 1000. Denn verbinden Sie mich mal an den komischen Berater, den Sie da erwähnt haben. Bitte schon? Ich sagte, dann machen wir das mit 1000, so wie Sie das gesagt haben. Dann verbinden Sie mich mal an den Berater, den Sie erwähnt haben. Sie möchten mit 1000 Euro anfangen? Ja, und dass Sie mich an den komischen Berater verbinden. Okay. Herr Telerant, sagen Sie mir bitte, welche Zahlungsmethode verwenden Sie, womit möchten Sie Ihr Konto aktivieren? Benutzen Sie Kreditkarte oder haben Sie Online-Banking? Ja, das habe ich beides. Okay. Herr Telerant, was ist die vergebungsvolle Summe? Sagen Sie mir bitte noch einmal. Na, habe ich doch schon gesagt, 1000. Okay, 1000 Euro. Benutzen Sie beides, Kreditkarte und Online-Banking? Ja, habe ich doch auch schon beantwortet. Sind Sie schwer vom Begriff oder wie? Okay, Herr Telerant, ich überprüfe Ihre E-Mail-Adresse, ja? Ja. Benutzen Sie Kreditkarte, Visa oder Mastercard? Ja, was ist, also sagen Sie mal, das habe ich Ihnen noch gerade beantwortet. Sie fragen mich zum dritten Mal die gleiche Scheiße. Jetzt verbinden Sie mich doch mal an den Forum, wo Sie mich verbinden wollten. Ganz ruhig, bitte, okay? Ihre E-Mail-Adresse lautet, Moment, l.ablassend@telerant.de. Nee, de.
Nicht der. DE. Ja. Das Kurzhandellinie. Ich werde per E-Mail einmaliges Zahlungsmittel schicken, ja? Nee, ich will doch mit dem. Ich will doch mit dem Mann da verbunden werden. Bitte? Noch, Sie sagten doch, da gibt's einen Berater und da will ich mal hin. Okay. Sie sollen zuerst Ihre Konto aktivieren, ja? Danach, Sie bekommen einen Anruf von Ihrem eigenen Finanzberater. So, dann aktivieren Sie doch das Konto. Ich werde Sie per E-Mail einmaliges Zahlungsmittel schicken. Womit können Sie Ihre Konto aktivieren, okay? Wie, haben Sie einen Haarschaden oder was? Ich wollte erstmal mit einem Mann sprechen, also mit dem Berater da und nicht erst Geld inzahlen. Erst Beratung, denn Geld. Sie möchten mit Berater sprechen? Ja, ja. Moment, ganz kurz an der Linie. Ja. Okay, ganz kurz bitte an der Linie. Ich werde direkt an Ihren eigenen Finanzberater weiterleiten. Ganz kurz. Moment. Ja. Ja? Hier ist Nikita Murphy am Apparat vom Finance Department. Mit wem spreche ich? Na, hat die Tante nicht gesagt, worum das geht? Okay. Ihren Name und Nachname, können Sie mir sagen? Na, aber das hat doch die Tante gerade schon gehabt. Tellerrad, ja? Ja. Okay, Herr Tellerrad. Mein Name ist Nikita Murphy. Sie möchten denn mit 1.000 Euro Ihre Investition anfangen, ja? Jawohl. Könnten Sie das mir sagen, was ist Ihr Interesse auf der Finanzbörse am Anfang? Na, Kohle. Ja. Zum Beispiel, gibt es etwas Konkretes, was Sie erreichen möchten, oder? Mach ich doch gesagt, Kohle. Okay. Zum Beispiel, jetzt gerade, stellen Sie sich das vor. Wenn Sie 1.000 Euro investieren, was erwarten Sie davon? Ungefähr. Na Kohle, jede Menge Taster, jede Menge Asche erwarte ich da. Also eher mehr wie möglich. Jo. Okay. Aber zum Beispiel, stellen Sie sich das vor, wenn Sie haben Investition in Restaurant, also Sie haben ein Restaurant geöffnet, ja? Habe ich aber nicht. Ja, ich weiß. Ich weiß. Zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Oder woran hast du Interesse zum Beispiel? Was willst du in Zukunft zu eröffnen? Etwas Geschäft oder was für ein Ziel du hast, ja? Sag mir dieses bitte. Na, jede Menge Kohle. Kann ich mir lauter Nütten und Titten kaufen. Was sind Sie vom Beruf? Jetzt ja nicht. Sorry? Na ja, nicht. Aha, okay. Zum Beispiel, stellen Sie sich das vor, wenn Sie Investitionen machen in europäische Haupthandelszentrale, also ich meine in diesem Bereich, wo Sie jetzt gerade sind, ja? Davon, also von unserer Investition, wir erhalten minimal 20%. Okay? Das ist garantiert. Was kann ich für Sie anbieten? Und seit dann, das kann auch vergrößern und zum Beispiel in den nächsten Monaten können wir auch Investitionen vergrößern. Ja, Grundkapital meine ich. Haben Sie alles verstanden, ja? Da kann ich nicht gleich mehr einzahlen und dann hier gleich die fette Kohle rausholen? Mhm. Zum Beispiel, könnten Sie das mir sagen? Sie sind vorbereitet, 1.000 Euro zu investieren, ja? Ja, das will ich aber wenigstens reinkloppen. Okay, was für eine Frage haben Sie? Konntest du das mir sagen? Mal, wie viel Taster wir da machen mit 1.000? Also ich will mal wissen, was dann noch in einem Monat rauskommt. Okay. Zum Beispiel, konntest du das mir sagen, wenn Sie investieren 1.000 Euro, Sie sollen am Ende des Monats, ja, am Ende des, ich meine nicht Januar, ich meine Februar, okay? Am Ende des Februars, Sie sollen etwas Geld rauskriegen, ja? Auszahlung machen. Ja, und da will ich mal wissen, wie viel. Ja. Und mit 1.000 Euro ungefähr
in einem Monat mit unserer Strategie, was wir haben, es ist möglich, ungefähr, so gesagt, bis 2.000 Euro zu verdienen. Weil dieses Geld in einem Monat zu verdoppeln, das braucht wichtigste Strategie. Ja? Na, aber dann sind es ja auch 200% und nicht 20. 100%? Ja. Nee, 200. Genau darum. Ganz genau darum. Garantiert ist 20%. Ja? Garantiert ist 20%. Und das sind aber, ja dann, was weiß ich, 20 Euro. Die kann ich mir an eine Backe kleben. 20 Euro, das ist nichts. Das ist 200 Euro. Ja, da kann ich ja meinen Arsch mit abwischen. Okay. Ich dachte, wir machen hier richtig Moneten. Dann sollen wir das so machen. Konntest du das mir sagen? Gib mir ein Beispiel. Wo kann man 100% Gewinne machen? Ja, das frage ich mich gerade. In welchem Bereich? Du weißt das nicht? Nö. Dann ich gebe Ihnen Möglichkeit, das zu machen. Du hast gar keine Vorstellungen über diese Thema, ja? Du hast gar keine Vorstellungen. Ja, nicht. Aber ich gebe Ihnen etwas Chance. Ganz genau darum sollst du das akzeptieren. Also, sehen Sie Unterschied, was ist, ja? Du hast keine Ahnung. Und ich habe Strategie. Da gibt es Unterschied, ja? Ganz genau darum. Wenn du gar keine Ahnung hast über etwas Thema, ganz genau, sie sollen mehr hören und mit meiner Strategie, sie sollen das mindestens versuchen. Mindestens sollst du versuchen. Alles klar? Und wie viel kann man da verlieren? Nein, weil ich habe gesagt, 20% als Gewinn. Ich meine nicht, zum Beispiel, wenn Sie 1.000 Euro investieren in unsere Company, am Ende des Monats mindestens auf Ihre Kontostand wird 200 Euro. Das meine ich nicht. Da mindestens in einem Monat wird 1.200 Euro insgesamt. Also Gewinnprozent wird 20. Nicht Grundkapitalprozent, sondern Gewinnprozent wird 20%. Ganz genau darum, Sie haben so gleiche Garantie. Was kann ich mit meiner Strategie Ergebnisse auch bestätigen? Ja, und kann man da auch noch mehr Tester machen, weil das klingt zu wenig. Natürlich, mehr können wir machen mit Strategie. Ja, das nehme ich denn. Wissen Sie, warum ich erkläre das? Zum Beispiel, Sie sollen auf jeden Fall wissen, was sollen Sie erwarten. Sondern können wir zum Beispiel etwas falsche Kommunikation haben. Wenn Sie erwarten zum Beispiel mehr als 100%, ich meine Gewinnprozent, ja natürlich, dafür ich kann arbeiten. Ich habe in meiner ganzen Karriere viermal das erreicht, mehr als 100% zu erreichen. Aber, für mich am wichtigsten ist, am Anfang minimal, was Sie erwarten können, das sollen Sie wissen. Das können Sie wissen. Ganz genau darum können wir das im Prozess nachschauen, wie viel kann ich für Sie verdienen. Ganz genau darum, du hast so gleiche unterschiedliche Drei Positionen. 250 Euro, 500 Euro und 1.000 Euro. Ganz genau davon jetzt gerade kannst du das auswählen und dann können wir weiter das machen. Ich habe nicht so viel Zeit, weil Sie sind in unsere Anmeldung Programm registriert, ja? Und ich bin Experte. Ganz genau, mit dieser Kunde, die ist nicht bei unserer Kunde noch, ja? Ich kann nicht so lange Zeit sprechen. Sie haben so drei Möglichkeiten. 250 Euro, 500 Euro und 1.000 Euro. Jetzt gerade können Sie Entscheidungen treffen. Willst du mit mir weiterarbeiten oder kannst du das alles behalten, was du jetzt gerade in Ihrem Leben hast? Oder ist eine Frage? Sie können eigentlich Entscheidungen treffen und mit meiner Strategie können wir das zum Beispiel morgen auch darüber sprechen oder heute Abend.
Ich habe einen Gegenwein, hast du gesagt. Ja, und wer reguliert euch? Das ist reguliert von der Europäischen Haushandelszentrale. Regulationen haben wir seit 2019 Jahre von der Europäischen Parlament der Finanzabteilung. Und wie heißt das? Legitimation haben wir auch von Europäischen Haushandelszentrale. Wir sind vereint ungefähr 300 Handelungsfizierer. Ja, und wer ist die Europäische Haupthandelsplattform, Dings? Wer ist unsere das? Unsere Plattform heißt Inertia Finance. Also ihr reguliert euch selber, oder wie? Nicht selber, von Europäischer Haushandelszentrale. Ja, und wie heißt die? Nachrichtet, Europäische Haushandelszentrale. Ja, aber wie heißt die? So heißt doch keine Zentrale. Also, in diesem Bereich, Sie haben gar keine Erfahrung, ja? Deswegen frage ich doch, wie heißt die? Wie heißt wer? Na, die komische Haushandelszentrale. Das ist ein Verein. Wo sind vereint alle Handelungsplattformen, die lizenziert sind? Bei einem Verein. Jawohl. Was bist denn du für ein Betrüger? Das ist ja lauter Blödsinn, den du mir erzählst. Okay. Dann kannst du ganz einfach Entscheidungen treffen und dann können sie das machen, oder nicht? Ja, ihr seid ja Betrüger. Das ist ja alles Betrug, was ihr da macht. Jawohl, ich stimme das auch. Ja. Okay. Ciao.